ausnahmsweise wird euch Herr Jütsch jetzt informieren, dass Sie bis um 18 Uhr durch sind, dass wir dann ordentlich trainieren. Gut. Ja, hallo zusammen. Schön, dass wir hier sein dürfen, dass wir das gemeinsam machen. Ihr wisst ja, worum es geht. Und am Sonntag findet hier vor dem Spiel oder parallel zu dem Spiel die Typisierungsaktion statt für den Oliver, den ihr vielleicht als Helfer hier kennt. Und wir von der DKMS machen das gemeinsam mit euch, wollen natürlich möglichst viele Menschen erreichen. Und ihr helft uns dabei, das ist wirklich toll, auch so eine Aktion wie heute, dass ihr euch bereit erklärt, das zu unterstützen, weil dadurch bekommen wir natürlich auch Aufmerksamkeit. Am Sonntag sind dann hoffentlich viele Leute hier, sowohl zum Typisieren als auch um das Spiel zu sehen. Und so können wir das gemeinsam verbinden, so wie wir das jetzt auch heute mit euch machen. Ich bin aus der Abteilung Spender Neugewinnung, das heißt, ich sorge dafür, dass sich möglichst viele Leute als Spender für die Datei aufnehmen lassen. Einige wissen sicherlich schon, worum es geht, einige nicht. Ich fasse das kurz zusammen. Ihr könnt natürlich gleich, wenn ihr nochmal spezielle Fragen habt, auf mich zukommen. Die kann ich gerne alle beantworten. Und also ihr lasst euch heute als potenzielle Lebensretter, als Stammzellspender in die Datei aufnehmen. Das machen wir einmal mit der Einverständniserklärung und ganz schmerzfrei mit Wattestäbchen. Das heißt, es wird ein Abstrich der Wangenschleimhaut entnommen. Und das können wir auch gleich nochmal gemeinsam dann durchspielen. Das sind 5-6 Minuten für jeden, das geht sehr schnell. Und mit dieser Einverständniserklärung und dem Abstrich der Stäbchen oder der Schleimhaut, dann die Stäbchen, die kommen ja dann ins Labor. Dort werden die Gewebemerkmale typisiert. Das heißt, über die Gewebemerkmale können wir feststellen, ob sie als möglicher Spender in Frage kommen. Weil die Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient, die müssen übereinstimmen. Im besten Fall zu 100%. Also je ähnlicher die sich sind, desto höher ist natürlich die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass dem Patienten dann damit das Leben gerettet werden kann. Und ihr müsst euch so vorstellen, es gibt tausende von Blutkrebspatienten, die alle auf den passenden Spender warten. Vielleicht ist das jemand von euch, man weiß es ja nicht. Ne? Und wenn man nicht in der Datei ist, kann man natürlich auch nicht gefunden werden. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr euch registrieren lässt. Das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber es kann wirklich jeden treffen. Ich meine, ihr seht es jetzt hier bei euch im Verein. Es kann jeden treffen, es kann jeden auch in jedem Alter treffen. Also es sind nicht nur kleine Kinder, sondern auch Erwachsene. Und ja, wenn man selber davon betroffen ist, wünscht man sich natürlich auch, dass man den passenden Spender findet. Und ich denke, so eine Aktion wie heute machen wir da einen Schritt in die Richtung. Und ich kann nochmal kurz zusammenfassen, was passiert denn, wenn ich als Spender in Frage komme. Dann werde ich natürlich kontaktiert, dafür haben wir die Einverständniserklärung. Und dann wird man natürlich nochmal medizinisch überprüft, also auf Gesundheitscheck, wie es euch körperlich gut, seid ihr in der Lage zu spenden. Und dann wird nochmal Blut abgenommen beispielsweise. Und wenn dann alles okay ist, in 80% der Fälle ist es die periphere Stammzellentnahme. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine Dialyse oder Plasmaspende. Das heißt, ihr werdet an ein Gerät angeschlossen, hier fließt das Blut raus. Über den anderen Arm fließt das Blut zurück und so ein Gerät, das Gerät filtert die Stammzellen raus. Das heißt, es entsteht so ein Beutel mit Stammzellen. In diesem Beutel, also den Inhalt, bekommt der Patient, der kann irgendwo auf der Welt sein. Die Entnahme wäre dann hier beispielsweise Köln. Und dieser Beutel wird dann über einen Kurier quasi zum Patienten transportiert. Das Prozedere dauert etwa 4-5 Stunden und man kann dabei Film gucken und man braucht halt, wie gesagt, Geduld. Keine Frage, man fühlt sich hinterher vielleicht ein bisschen geschwächt. Also wenn man am gleichen Abend Training ist, da natürlich nicht mehr drin. Das müsste man dann klären. Aber für euch entsteht abgesehen davon jetzt kein Nachteil. Und euer Körper produziert die Stammzellen wieder nach. Ja? Und diese gesunden Stammzellen sorgen dafür, dass bei Patienten neues, gesundes Blut hergestellt wird. Das ist die eine Sache, also wie gesagt, das passiert in 80% der Fälle, in 20% der Fälle ist es die Knochenmarkentnahme, die geschieht unter Vollnarkose, da liegt man auf dem Bauch, es wird aus dem Beckenkamm Knochenmark entnommen und in diesem Knochenmark ist halt die höchste Konzentration an Stammzellen. Ja? Das ist insofern
Der Unterschied ist einmal, wie gesagt, die Narkose. Und auch da hat man natürlich, ich sag mal, die folgenden zwei, drei Tage an der Stelle, an der das Knochenmark entnommen wurde, wie bei so einer Prellung oder einem Wundschmerz, das heilt aber auch nach wenigen Tagen ab. Also auch da ist man dann einige Tage nicht sporttauglich, aber auch da werden die Stammzellen wieder nachgebildet und es gibt keine Folgeerscheinungen oder so. Ja, also da müsst ihr keine Angst haben, es haben schon sehr viele Sportler Stammzellen gespendet, auch Fußballprofis schon, auch mitten in der Saison. Also wir machen das, also täglich spenden 18 Leute in Deutschland Stammzellen. Insgesamt haben wir schon über 40.000 Stammzellspender. Ja, und über 5 Millionen sind registriert. Also insofern, wir machen das täglich und insofern kann ich das nur gut heißen und ich hoffe ihr auch. Wir würden dann gleich rübergehen. Ich glaube, wir haben 6 Plätze, das heißt, es können immer 6 auf einmal kommen. Dauert 5-6 Minuten und dann kommen die nächsten 6. Und wenn ihr Fragen habt, einfach stellen. Und wir gehen das jetzt gemeinsam durch mit der Einverständniserklärung und mit den Stürchen. Ja. Dann können wir auch danach noch ein Gruppenfoto machen, würde ich sagen, im Interesse. Genau, wer schon registriert ist, braucht das nicht nochmal machen. Keine Spenderkarte bekommen oder schreiben? Sicher? Ja. Also normalerweise alle, die sich heute registrieren lassen oder generell registrieren lassen, bekommen etwa 8 Wochen später Post von der DKMS mit der Spendernummer und mit Schreiben und dann kann man das zu Hause abheften. Ich weiß es jetzt nicht, wir können es dann gerne machen. Ja. Jeder keinen dann nicht so gewinnbringend kann für mich. Deswegen.